Wir werden niemals vorankommen, wenn wir weiterhin Tribut an diese Raider zahlen müssen. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ich habe jetzt noch ein bisschen Öl mitgebracht. Füße tun weh. Alles tut weh. Okay. Und möchte hier noch gerne ein bisschen was für den Schutz dieser Siedlung machen, beziehungsweise bauen. Dafür gehen wir gleich ins Baumenü und dann war es das auch schon für hier. Für hier. Hier und da. Hier. Hier und da. Und zwar möchte ich gerne... Ja, die müsste passen. Die müsste ausreichen. So. Schrotflintengeschützturm. Aha, das ist aber für Nahkampf, oder? Scheinwerfer. Aha. Glasfaseroptik verflixt. Okay, scheiß doch mal drauf. Da müsste das hier eigentlich auch reichen. So, wieder mal was Billiges. Na, passt schon. So, sind immerhin 10 Leute, bitte. Die müssen das schon hinkriegen. Das gibt's ja nicht anders. So, geht das irgendwie? Hallo? So wird das machen. Gut, dann machen wir das so. Der liebe Strom. Du da. Klappt das? Nö. Vielleicht dann von hier aus, vielleicht. Ah, da braucht kein Strom, ich trottel. So, passt, wir sind fertig. Die Siedlung ist geschützt. Ach stimmt, davon wollte ich noch ein Dürdel hinbauen. Ein Dürdel. Ein Tor. Aus Holz vielleicht. Wände. Oder hier, Fertighäuser. Na, das ist extra, ne? Ja, ja. Treppen, sonstiges, sieht man hier noch Schönes. Ach so, das wären nur die Zäune gewesen. Na, na, na. Wände, Böden, Wände, Wände. Wände müsste passen, aber da ist ja auch keine Tür, oder? Ja, wie soll man das dann halbwegs gescheit jetzt bauen? Könnte man vielleicht... Vielleicht könnte man das so machen, dass es dann ausschaut wie so ein Wachposten. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ich hätte halt gern so einen Holzwall gehabt, ne? Ah, da sind die Türen. Ich bin nur doof. Ja, ja, sowas in der Art. Wenn das gehen würde. Ah, da fehlt mir Kupfer. Hör auf. Hör auf. Immer Kupfer. Wie gemein ist das denn? Naja, super. Ich glaube... ich glaube, das wird zu nichts. Ich glaube, das wird zunächst. Ich hoffe nur, dass, weißt du was, da stellen wir noch so ein Dingens auf. Für Gegner, die das nicht kommen sehen werden. Warte. Dich, müssen wir ein bisschen weiter nach oben bauen. Da in die Richtung. Warte, ein bisschen zusammenrücken. Nur ein bisschen. Ich habe da schon eine Idee. Wartet mal ganz kurz. Da. Na, würdest du noch nur ein kleines Stück? Na, wieder nicht zurecht, ne? Ja, aber das müsste schon reichen. Das hoffe ich mal. Ich hoffe mal, dass es reicht. Hallo, ich will das gerne als Falle da so. Das sieht das doch. Ein vorsichtiger Gegner sieht das ja. Warte mal. Vielleicht dann die Karotten doch lieber. Also die eine zumindest. Ich düftel da jetzt mal kurz rum. Ah, das wäre so schön hier. Mäh. Ja, wird die schon geschossen. Und das auch noch scharf.
wenn ich das schön versuche, naja, Platz sparen, da geht's ja fast nicht, ne? Nee, das ist jetzt gerade nicht gut. Ich hätte echt gern da was hergebaut. Und was ist, wenn ich sowas nochmal mache? Das ist fast zu groß, ne? Und das hier? Sowas? Na, passt auch nicht recht. Da wäre das schon am besten gewesen. Wenn ich ihn ein bisschen so herstelle. Warte mal. Oder hier ins Eck. Na, da ins Eck geht gar nicht. Wenn, dann muss er schon hier stehen. So. So dann. So. Das muss reichen. Das muss einfach reichen. Na, Fisch. Wir schleichen uns. Wir gehen zurück zu nach Sanctuary Hills. Gehen ist gut gesagt. Wir porten uns zurück. Und schauen, ob wir mit Preston quatschen können. Oder ob er jetzt so schwer beleidigt ist, dass wir die Quest nicht mehr abgeben können. Sollte das der Fall sein, werde ich an mir selbst ein Exempel statuieren, das ihr leider Gottes mit mir tragen müsst. Und ich werde quasi Selbstmord begehen. Tja, das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Ja, ich werde meinen Größenwahn ein Gesicht geben. Preston? Das hier wird besser funktionieren, wenn wir nicht miteinander reden. Quest? Erinnerst du dich noch an die Siedlung, die um Hilfe gebeten hat? Ist alles wieder in bester Ordnung. Gut, so erobern wir das Commonwealth zurück. Ein kleiner Sieg nach dem anderen. Aber unsere Arbeit endet nie. Und genau dafür haben wir uns gemeldet. Klingt, als hätten sie es mit Raidern zu tun. Das ist eine gute Gelegenheit, allen zu zeigen, wie viel einfacher es ist, wenn wir zusammenhalten. Okay. Hättest du noch was für mich oder ist das jetzt schon endgültig aus? Verteidige Kindergrippe, Greentop. Passt, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Weil die armen Schweine da haben ja eh schon länger zu kämpfen. Also machen wir das wirklich mal jetzt da. Da, ich will da hin. Bitte. Die armen Schweine, Gott sei Dank. Es haut hin. Ich muss kein Exempel an mich selbst statuieren, so wie es ausschaut. Es passt. Was ich vorgehabt hätte. Ja. Nuka World noch einmal zu machen. Und zwar von dem Zeitpunkt an, wo wir quasi zum Overboss ernannt werden sollten. Sofern das noch möglich gewesen wäre. Jo, eigentlich schon. Was gibt's für ein Problem? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was gibt's für ein Problem? Ein paar Raider haben uns bedroht und wollen Vorräte von uns haben. Jetzt, okay, wo die Minutemen uns beschützen, haben wir ihnen gesagt, sie sollen sich verziehen. Sie schienen aber nicht allzu beeindruckt davon zu sein. Sie meinten, sie würden mit ihren Freunden wiederkommen, um ein Exempel an uns zu statuieren. Nett. Wir sind keine Soldaten. Hoffentlich kannst du uns helfen, eine Verteidigung aufzubauen, bevor es zu spät ist. Okay. Okay. Dann guck schon mal, was fehlt euch denn? Ich habe nämlich nichts mit. Schutz haben sie nur zwei. Das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. Können wir da jetzt da irgendwas zufällig bauen? Na, wir können gar nichts bauen. Aber sowas von gar nichts. Das ist halt echt doof. Und zwar richtig doof, dass man hier wirklich nichts hat. Dass man hier gleich gar nichts hat. So vielleicht. Hier leben nur zwei. Zwei Siedler leben hier nur. Das ist halt echt nicht viel. 40%. Ja, ich müsste Sachen holen gehen. Viele Sachen. Ich baue das mal mit Absicht so nah ran. Dann hat man hier quasi schon mal einen kleinen Schutzwall. Ich brauche Sachen. Was brauchen wir denn alles? Zahnräder, Schrauben. Hey, hör auf. Zahnräder, Schrauben, Schaltkreise, Aluminium. Alu. Schaltkreise, Schraube. Also, das ist ein Raketengeschützturm. Müssen wir sowas gleich direkt haben?
Wäre aber billiger zum Bauen als alles andere. Können wir mal probieren, oder? Und Zahnrad. Was hätten wir da drüben noch beim Laser? Kristall brauchen wir noch. Kristall. Glasfaser. Optik. Nukleares Material. Dann gehen wir das Klumpert mal holen, oder? Ganz fix und auf die Schnelle. Ich hätte das gleich mitnehmen können. Ja, hätten. Was wäre, wenn? Hoffentlich habe ich noch so viel Klumpert. Ich glaube, mit Glasfaseroptik schaut schlecht aus. Das schaut ziemlich schlecht aus. Vielleicht können wir noch ein paar Waffen zerlegen. Das könnte man machen. In der Hoffnung, dass die, dass die so ein Zeugs halt beinhalten. Ja. So, die nächsten Skillpunkte müssen wir jetzt aber dann wirklich aufbehalten. Wir kommen jetzt gleich in die... Manche Tage sind hart, aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Jo, ne? Du Jammerlappen. So, alles gut. Genau, Waffen hätten wir hier zufällig. Okay, das steht da nicht dabei, was es beinhalten könnte. Dann tun wir eben nochmal beim Schrottilein schauen. Plastik, Glasfaser, Optik brauche ich. Die normale bringt mir nichts. Schrauben. Ja. Asbest, Keramik, Plastik. Nein. Was war da? Glasfaseroptik, da haben wir schon was. Nukleares Material. Das ist gut, ich nehme das mal alles mit. Kupfer war nichts, ne? Kristall. Kristall, wo du sein? Nukleares Material, Eitersack. Boah, ist das grauslich. Bäh. So, Kupferkleber Dings. Weißt du was, die macht das an besser. So. Schrauben. Ja. Zahnräder, Gold und Feder. Puh, das ist wieder. Gibt es nichts Einzelnes? Oder etwas. Ein Gegenstand, wo man mehr Sachen brauchen könnten? Ja. Viel Holz. Ja, zur Not nehmen wir das halt mit. Schaltkreise und Schrauben. Die Kochplatte gefällt mir gut. Ich glaube, wenn wir da 10 mitnehmen. Boah, sind wir schon bald überladen. Aber Kristall. Es ist genau das, was wir brauchen tun. Brauchen wir noch mehr Öl? Ich hoffe nicht. Glas, Beton, Kupfer, Stahl. Na, da hatten wir doch ein bisschen was, ne? Na komm. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt auf Weihnachten komme. Wirklich nicht. Dann nehmen wir vielleicht auch noch 15 mit. Aber es könnte vielleicht daran liegen, dass ich gestern einkaufen war und überall im Laden, naja, überall ist übertrieben, aber bei den Süßigkeiten und so weiter, da gab es schon die Weihnachtsgeschichten. Also die Naschereien. Glasfaseroptik wäre noch schön, wenn wir noch irgendwo was hätten. Ich glaube, ein paar Schrauben wäre nicht schlecht. Meine sind zwar locker, aber die brauche ich selber noch. Ein paar Schaltkreise, da würden gleich 5 sein. Nehmen wir noch 5 mit. Na komm, würdest du bitte jetzt mal da Glasfaseroptik und so, weißt du, ich würde das brauchen. Öl, Plastik, Plastik, Öl, Plastikstoff.
Kleber war nix. Säure, Stahl, Leder, Stahl, Keramik, Asbest. Ah, Schaltkreise nur. Oh. Keine Glasfaser, Optik. Nein, nein, nein. Aber Kristall, hier. Plus Zahnräder. Die nehmen wir alle mit. Öl, Stahl, das war's. Wir haben kaum Glasfaseroptik. Habe ich irgendeine Zutat vergessen? Alu, siehste? Boah, Alu habe ich vergessen und dann sind wir schon fertig. Super, schlau Zocki. Du bist die Beste. Danke, das war lieb von euch jetzt, echt. Ach, das war sarkastisch? Oh, schade. La 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 la. Na, rauf da. So, haben wir irgendwas noch mit Alu? Zufällig? Alu, 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 Alu. Aluminium. 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 Echt, schaut das jetzt so schlecht aus mit Alu? Da? Aluminium. Ja. Das war viel. Haben wir vielleicht noch mehr? Tatsächlich. Die Kuchenform ist aus Aluminium? Echt? Aha. Ich hoffe, das reicht dann bald. So viele brauchen wir nicht. Ich nehme nur 5 mit. Halt. So. Das müsste jetzt aber reichen. So, wir haben die. Ein paar Zahnräder wären noch nicht schlecht wahrscheinlich, ne? Nukleares Klumpert hätten wir genug. Hoffe ich. Ich vergesse sicher wieder irgendwas. Zahnräder. Nehmen wir halt vielleicht da noch 5 mit. Ein paar Schrauben wären halt auch noch super. Wahrscheinlich habe ich schon mehr als genug. Hoffe ich halt. Da noch was mit. Kann ich noch? Ja. Teleportieren kann ich mich noch. Sollen wir vielleicht auch ein bisschen Keramik und so ein Zeug mitnehmen? Für Feinheiten zum Bauen? Aber ich glaube, die waren sogar glücklich. Soweit, so gut. Da haben wir noch ein paar Zahnrädchen. Aber irgendwie Schrauben? Da muss ich echt meine nehmen, die locker sind. Wollen die wirklich mit sowas bauen? Ja, das muss reichen. Mehr habe ich nicht. Wow, falsche Taste. Ja, ich hoffe. So, also nochmal hier. So, da. Dann looken wir. Was ist denn das? Dem fehlt die Hand. Der andere hat Knochen in der Hand. Was? Naja. Entschuldigung, da musste ich wieder mal niesen. Ah, schön. Na komm, lade, mein Freund. Lade. La 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 la. Jawohl. Super. Wo rennst denn du hin? Scheinbar muss ich mal dringend aufs Klo. Wir müssen bauen. Wir brauchen Schutz. Schutz. Ah, ich Trottel, hab vergessen zu schauen. Das kommt mir auch immer alles viel zu spät. Ich habe doch tatsächlich... Kann man denn da hin? Na, das haben wir schon draußen. Ich habe wieder mal voll und ganz vergessen. Kann man den da raufbauen? Na.
Ich habe wieder mal voll und ganz vergessen, dass ich auch noch vielleicht eventuell Strom brauchen könnte. Boah, die Hütten ist echt... Ihr schlaft hier. Und da hat es ein schönes Haus. Und da ist kein Bett, oder was? Dein Ernst, ihr schlaft lieber da draußen, bevor sie hier drinnen schlaft. Oh, gut. Okay. Was? Hallo, so schnell bin ich ja noch nicht. Ich baue ja noch. Hallo, ich baue noch. Ich baue noch. Ich baue noch. Hast du das nicht mitbekommen? Ich baue noch. Du Idiot. Und was macht die Edda? Macht sie überhaupt irgendwas? Wie schaut unsere Gesundheit aus? Ich habe noch... Ich habe eine Siedlung geschossen. Ach komm. Kein schnell. Das wollte ich gerade nicht. Jetzt muss ich das nochmal machen. Dein Ernst jetzt? Ja, dann machen wir es halt nochmal. Es ist echt. Es ist der Hund begraben. Ja, Dogmeat, du bist begraben. Es ist ja wahnsinnig. Gekommen, hör auf. Boah, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Naja, dann muss ich halt gleich nach Sanctuary Hills das ganze Klumpert mitnehmen und dann geht's besser. Scheißendreck. Einmal fail und ist wieder kacke. Sonst tust du immer speichern, du Trottel. Und jetzt wieder nicht. Automatisch meine ich halt, ne? Es ist echt mühselig. Jetzt mach ihn, ne, du scheiß Ladebildschirm, echt. Bist du deppert. 30 Jahre laden. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Ja, dann geh. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Ist mir wurscht. Ja? So, ja, nix, ja. So. Bau hin, nicht da, du Depp. Da, du sollst bauen. Mach hin, ich bin grantig, echt. Das ist unfassbar, ist das. Du kannst nix machen. Es haut nix hin. Geh weg auf die, Seite, alte. So, geh hier rauf da. So. Dann halt nicht, dann halt so. Das muss reichen. So, ich bin weg. Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. So, nochmal das Klumpert. Es ist echt scheiße. Boah, ey. Zu mal aus der Haut fahren. Aber nur ein bisschen. Ja, so schaut's aus. Geh scheiße. Komm, lad ein bisschen schneller. Danke. Dann wieder der Preston. Mei, ist das nervig. Alter Schwede. Servus, Kasperl. Red! Stell meine Geduld nicht auf die Probe. Halt die Pappen. Erinnerst du dich noch an die Siedlung, die um Hilfe gebeten hat? Ist alles wieder in bester Ordnung. Gut, so erobern wir das Commonwealth zu... Aber ja, ich skipp das mal. Bla, bla, bla. Ich erschieß dich. So. Haben jetzt einen neuen Auftrag bekommen. Mach weiter, Schrift. Keine Zeit heute mehr. Ja. Mal ist das wieder... Boah, wow, ey. Ja, da bist du ein Monster. Keine Frage. Da wird man echt zu einem Monster. So, dann mach mal. Wir brauchen Alu, wir brauchen lauter Klumpert. Beton, ja, Glas, Holz, Glasfaser, Optik. Nehmen wir alles mit. So, Säure, Stoff, Glas, bla bla, Knochen, Leder, Glas.
Ja, von mir aus. So viel Pech. Ja, ich bin selber schuld. Naja, den hätte ich mir jetzt sparen können, eigentlich. Wo ist jetzt das Ganze gelumpert? Bitte. Da, nehmen wir das halt mit. Wegen die Schrauben, die bei mir locker sind. Geh, ist das echt. Das ist so ein Pech. Schieße ich diesen Kacksiedler um. Ich dachte, er wäre auf Edda gegangen, ne? Aber die ist ja auch nur am Träumen. Die rührt keinen Finger nicht. Na, wieso? Das ist ja nicht mein Problem. Aber ich glaube, den Kristall kann ich mir in die Haare schmieren. So, ein paar Schrauben und ein paar Zahnräder noch wären super. Nukleares Material, ja, aber ich fürchte, wenn wir da jetzt 15 nehmen, ist passend. Ich fürchte, dass ich, dadurch, dass ich zu wenig Kristall habe, dass das alles nicht hinhauen wird. Da. Oder vielleicht doch. Nukleares Material. Ja, nehmen wir alles mit. Miras. So, da la, 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 la. Keramik braucht man jetzt. Schrauben und so ein Zeug wäre super. Schaltkreise. Da würde ich sagen, nehmen wir 3 mit. Das müsste es dann schon reichen. Federplastik. Mei, ist das echt übel. Ach Gott, wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen, sagt man immer, nicht wahr? So, das müsste auch schon reichen. Jetzt fehlen nur noch die Schrauben. Glaube ich. Alu haben wir jetzt nochmal auch genügend mit. Schrauben. Hallo? Da wäre noch ein Kristall. Wir haben Schraubenarmut. Tatsächlich, wir haben so gut wie keine Schrauben. Das ist ja mal übel. Das ist aber schlecht. Da war noch eine Schraube. Locker. Muah. Also gut, dann speichern, richtig. Ist das übel. So, nochmal hinporten. Mei, ist das übel. Echt. Kann ich fast nicht in Worte fassen. Jaha, ich will dahin, bitte. Steht ja schon da. Reise dorthin. Klick's 20 Mal an. Nö, will ich nicht. Klappt nicht. Wie gemein. So unglaublich gemein. Werkstattsiedlungen. Aha. So, nochmal bauen, ganz fix und schnell. Mach. Möbel, Dekoration, Schutz. So. Ich habe keine Ahnung, ob ich ein Glas. Ich habe Glas vergessen. Achso, weil ich nicht aufgeschrieben habe. Meine Güte. Was machen wir mit dem Raketenwerfer? Wo tun wir den hin? Ich würde sagen, dahin. Der braucht Strom, ne? Ja. Können wir da einen Generator... Nein, du sollst ja nicht immer anvisieren, Mädel. Können wir da einen Generator bauen? Haben wir für das... Na, es fehlt Gummi. Es ist halt echt... Boah, ey, Gummi und Keramik. Wah, ich könnte kotzen. Hilft nichts, ich muss da weg. Gummi und Keramik. Keramik. Echt. Hupf in Gatsch. Wirklich. Mit Schwung. Okay, das ist unglaublich. Das
Das ist so kacke, dass diese ganzen Dinger nicht zusammenhalten. Also die Items, die wir haben, ne? Von Siedlung zu Siedlung, dass die da nicht... Ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt wirklich... Mir kommt vor, die sammeln das alles und schmeißen das dort rein. Im Laufe der Zeit eben. Aber kein Gummi, kein Gummi. Ah, ich werde narrisch. Keramik und Gummi. So, nochmal von vorne. Dreck, verdammte Lendiger. Das ist unglaublich. Das ist wirklich... Das ist also, es ist halt Gummi da. Das ist alles mit. Das muss jetzt passen. Und Keramik. War nicht noch was? Irgendwas mit Glas? Ich nehme noch Glas auch mit. Ja, irgendwas mit Glas. Das ist echt wirklich... Also, Verschämtheit, sowas. Das ist wirklich... Also, ja, wirklich war das... Sowas ist wirklich... 20 oder so nehmen wir mit. 30? 30. Da. Jetzt ist aber Ruhe. Hier. Fix und die Geigen. Ja, das ist... Ja. So, zum 50. Mal hingebordet. Meine Güte. Ja, du Roboter. Mit Hirn. Ein Hirnroboter. Da. Na komm. Ja, leichter Frust. Nur ganz leicht. Diese Borderei ist ein Wahnsinn. So, darf ich jetzt bitte fertig machen hier? Kruze Dücken. Energie. Generator, ja. Geht da vielleicht gleich mal ein größerer? Ein paar kleinere wäre nicht schlecht, ne? So vereinzelt. Also hier vielleicht doch noch ein größerer vielleicht so. Irgendwie, oh, der macht den riesengroßen Krawall. Naja, was soll's. Da. So, verbinden, passt. Da unten nochmal. Eigentlich soll ich die alle da unten hinstellen. Naja, was soll's. Was? Was böse. Alter, Kruzifix. Und das geht schon. Ich kann da nicht... Ich kann da nichts hinstellen, ne? Aber ganz ehrlich, das kann... Das Ding da, das fährt ab. Da kann ich... Da habe ich noch zu tun, dass ich was krieg. Raider-Abenteurer. Ja. Um. Der ist umgefallen. Aha, da ist ein Siedler davor. So. Jawohl. Erwischt haben wir irgendwas. So. Ganz ehrlich, das Teil da, das geht ab. Der da. Der geht voll ab. Hat der Watschka Bauerrüstung an? Wer? Wo? Was? Wo ist denn der Trampel? Da kniet sie. Würdest du? Die lädt halt auch 30 Jahre nach, ne? So. Na, Ruhe ist. Schlecht. So, eingepackt. Passt. Ist jetzt Ruhe hier? Boah, ich bin schon überladen. Na klar, bin ich überladen. Ich werde auch gleich den ganzen Schrott hier wegtun, ne? Servus. Und zufrieden? Wir haben es geschafft. Ich hatte Angst, dass es ein Fehler war, uns gegen diese Typen zu wehren. Aber die Minutemen waren für uns da. Die jo. Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Na freilich. Ich bereue es gerade irgendwie, dass ich die ganzen Raider am Leben gelassen habe. Ich hätte sie doch alle umhauen sollen. Ich muss mal zur Werkbank da drüben. Ich muss das Zeug, was ich damit habe, mal dorthin schmeißen. Aber das mit der Glasfaseroptik ist tatsächlich dann mal irgendwann mal ein Problem. Den gesamten Schrott. So, das müsste reichen. Passt. Ich werde das hier nochmal umstellen. Das Teil hier gefällt mir noch nicht so recht. Ganz ehrlich gesagt. Na, ich hätte ihn gern da unten. So irgendwie.
Aha, der scheiß Kabel schon wieder. Du mit deinem Kackkabel, echt. Weg damit. Ja, jetzt komm mit. So, schon besser. Ach, da ist eine Tür, da geht's nicht zurecht. Da müssen wir den halt so hier bauen. So. So. Der Generator. Und dich würde ich gern, ehrlich gesagt, aufs Dach. Du geiles Teil, du. Was ist das jetzt? Habe ich jetzt irgendwas? Nein. So. Passt du darauf? Ja. Schau dir das an. Haut das echt hin. Ja, so muss das ausschauen. Ungefähr. Passt. Schön. Schutz haben die jetzt genug. Passt, so muss das ausschauen. Was nun? Wir kennen die Tür wird abgeschlossen. Ich freue mich melden zu dürfen, dass ich in nächster Zeit nicht auseinanderfallen werde. Sie ist der Hammer. Sauber, Ada. Dann gehen wir hier zurück zu Preston und erstatten ihm mal Bericht. Ich hätte die echt alle umhauen sollen, die Raider. Vielleicht machen wir sie mal zur Gaude später mal. Ich meine, streng gesehen könnte man sie jetzt noch umhauen, aber ich fürchte, der gute Preston wird uns das trotzdem nicht verzeihen. Ja. So, Preston, wo du sein? Hier. So, servus. Einige Dinge sind unverzeihlich. Ich habe den Raidern eine Lektion erteilt. Die werden die Siedlung nicht nochmal angreifen. Das ist gut. Ich hoffe, ich erlebe die Zeit noch, in der sich die Leute nicht ständig Sorgen um den nächsten Raider-Angriff machen müssen. Nein. Was jetzt kommt. Es gibt mal wieder Probleme. Ich habe schon gegen die Gunner gekämpft und irgendwas sagt mir, dass sie nur die Verteidigung austesten wollen. Die Leute werden deine Hilfe brauchen. Ah, und wer ist jetzt schon wieder? Also, wohin als nächstes? Hangman's Alley. Waren wir dort nicht schon? Heute? Das sind doch die. Dann schauen wir mal hin. Was? 34 ist die Moralnummer? Warum? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum so wenig? Warum so wenig? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir haben denen doch Essen gegeben. Die müssten alles haben. Die müssten doch glücklich sein. Die haben sogar einen eigenen Kühlschrank. Und der schaut echt cool aus, wo er steht. Betten sind auch da. Na okay, unter Anführungszeichen Betten, nur Matratzen, aber Schutz haben sie auch. Hallöchen. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Ja, du müsstest eigentlich genug zum Essen bitte, haben. Wir, Moment mal, du gehörst nicht zu den Gunnern. Bist du hier, um uns zu helfen? Ja. Freilich. Ich bin hier, um euch zu helfen. Was gibt es für ein Problem? Es sind die Gunner. Vor ein paar Tagen haben wir eine Gruppe dabei erwischt, wie sie hier rumgeschnüffelt hat. Und es gab eine kleine Auseinandersetzung. Das Hohl in der Birne. Als sie gemerkt haben, dass wir uns wehren, sind sie abgehauen. Aber Gunner geben nie so einfach auf. Wenn du uns helfen könntest, unsere Verteidigung auszubauen, wäre das wirklich super. Ehrlicher als Landwirtschaft kann arbeiten. Jo, können wir gerne machen. Wir haben 80% Verteidigung. Ich würde sagen, da oben wäre nicht schlecht, oder? Kommen wir da irgendwie rauf? Da so, ne? Ne, so, ne? Können wir überhaupt noch was bauen, was Verteidigung betrifft? Kein Wasser? Moment, das stimmt was nicht, wie keine Energie. Ich habe das doch hierher gebaut. Du Kasperl. Das steht ja alles hier. Da. Wie kein Strom. Wie kannst du zu wenig Strom produzieren?
Echt jetzt? Echt jetzt? Ist so. Das ist einfach so. Ich hab nichts mit. Wie bitte geht denn das jetzt? Das ist nur der Kerl da. Der braucht 4 Strom, da ist hier fast nichts angeschlossen. Hä? Da komme ich gerade nicht mit. Ich komme da gerade echt nicht mit. Der müsste genügend Strom produzieren, damit die... damit das alles hier... Es ist total interessant. Da ist ja schon ein Kabel. Ja. Was? Was? Ich bin gerade sichtlich verwirrt. Pff, echt. Ich bin gerade wirklich verwirrt. Jetzt fehlt da wieder Öl. Ich brauche Öl. Da stimmt irgendwas nicht. Ich habe mehr als... Wir müssten mehr als genügend Strom haben. Der produziert 8 und die brauchen nicht so viel. Ich habe keine Ahnung, warum der zu wenig Strom produziert. Alter Schalter. Aber man muss sagen, die haben das jetzt gut hinbekommen. Die haben das gerade gut hinbekommen. Dem fehlt sogar der Haxen. Also ihr, ja, die haben das gut hinbekommen. Für was brauchen die mich nochmal schnell? Ja, nimmt das! Wir haben gewonnen! Ihr Minutemen wisst echt, wie man kämpft. Wir werden nicht vergessen, was ihr für uns getan habt. Danke. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Was? Ich hab nichts gemacht. Ich bin verwirrt. Na gut, auf jeden Fall im nächsten Part werden wir dann uns hier wieder raus wegporten, nach, also zum Preston. Wir werden da mal was abgeben und sofern jetzt nicht irgendeine Siedlung Lichterloh in Flammen steht oder Gefahr, einer Gefahr ausgesetzt ist, werden wir dann schauen, dass wir ein bisschen weiter questen. Ich weiß, das hier ist eigentlich auch eine Quest, aber ich meine das jetzt gerade ein bisschen anders und ja, somit bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich bin echt leicht verwirrt, aber trotzdem wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!